Ja, ich finde, das Thema Automatisierung wird in Zukunft immer mehr und mehr kommen. Also gerade die Prozessautomatisierung im Sinne von Workflows oder Process Mining, dass die Integration, also die Informationen viel, viel stärker ausgetauscht werden müssen und wir sehr stark in Richtung Effizienz gehen. Und dadurch brauchen wir automatisierte Prozesse, um Prozesse schlanker zu gestalten und effizienter und auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn ich an Automatisierung in unserem Unternehmen denke, dann denke ich mehr an Automatisierung von Verkaufsprozessen. Das ist, mit Comark können wir wirklich sehr gut voran genau in diese Richtung gehen und unsere Kunden für uns arbeiten lassen. Und natürlich, nächster Punkt ist Automatisierung von Produktionsplanung, dass auch unsere Kunden dazu beitragen, am besten, wenn der Kunde bestellt und das wird durch den ganzen Betrieb, ganze Prozesse durchlaufen und der Kunde bekommt die Ware innerhalb von 24 Stunden und das ist alles durch Kunde gesteuert. Wenn ich an das Thema Automatisierung in Unternehmen denke, da denke ich an Firmensoftware. Themen, die in dieser Richtung uns das Leben erleichtern, wie unter anderem Datenbanksysteme, wo wir alle Daten in einem Pool bzw. in einer Struktur vereinbart haben, wir alles weltweit abrufen können in den Ländern, in denen wir aktiv sind und dementsprechend können wir dann auch, egal wo wir uns befinden, jederzeit auf unsere Daten zugreifen, die wir benötigen. Andererseits auch die Themen wie Digitalisierung von Verträgen, das finde ich auch super, dass man da im Endeffekt digital den Vertrag verschicken kann, digital die Unterschrift abgeben kann und dann beidseitig so einen rechtsgültigen Vertrag schaffen kann, ohne diesen langwierigen Postweg mit einbauen zu müssen, was dann im Endeffekt auch zu Verzögerungen führen kann, aber auch zum Verlust des Vertrages. Und dementsprechend solche Arten von Software, die das Unternehmen voranbringen, alles erleichtern, effizienter gestalten in den Strukturen und in den Abläufen, das verstehe ich unter den Automatisierungen in Unternehmen. Und da soll es vorangehen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, von unserem Büro, dann kann ich sagen, wir haben vor 3-4 Jahren die elektronische Akte eingeführt, was bedeutet, dass wir sehr viel Fußwege uns ersparen. Wir haben vorher Papier hin und her geschleppt, das haben wir komplett eingespart. Jetzt kann jeder in der IT auf die Akten zugreifen, egal ob er im Homeoffice sitzt oder im Büro. Das heißt, wir können haben locker ein Drittel des Personals eingespart, indem wir einfach Personal, das in Pension gegangen ist, nicht mehr nachbesetzt haben, ohne dass wir da jetzt irgendeinen Verlust in der Qualität der Bearbeitung erlitten haben. Also zum Thema Automatisierung in unserer Unternehmung fällt mir dazu ein, dass wir gehen in beide Richtungen, also wir haben intern die Automatisierung in den Systemen digital, in den Prozessen, aber wir sind auch Verkäufer von Automatisierungslösungen. Wir sind in der Fertigung, wir sind Anlagebauer, Fertigung und wir verkaufen in die Lebensmittelindustrie Käsemaschinen, Fertiger und da ist Automation ein Riesenthema. Weil es auch wiederum um Arbeitskräfte, mangelnde Arbeitskräfte mit Automatisierung kann man diesen Trends entgegnen, eben wiederum auf beide Seiten, intern und extern. Und darum ist Automatisierung für uns enorm wichtig, auf der finanziellen, auch als Einkommen, aber auch für unsere Unternehmung, dass wir langfristig Bestand haben werden.